Ich bin gerade auf Tour. Es ist meine letzte große Tour dieses Jahr. Und die Stops sind Dresden, Erfurt, Leipzig, Berlin. Die große Ostdeutschland-Tour. Erster Tourtag, wir sind in Dresden. Liebe Hazel Brugger, herzlich willkommen bei uns. Du, ist ja mega nett. Aber aufmerksame Fans wissen, dass ich das nicht essen kann. Weizen, Roggen, Gerste, bring meinen Darm zum Berste. Da drüben ist der Balkon von der Steffi. Hey! Willkommen in Dresden! Glaube ich. Hier gehen wir morgen laufen. Und heute Abend? Was machen wir heute Abend? Party? Nee, wir gehen früh ins Bett. Ja. Hier ist nämlich echt der Hund begraben. Wahrscheinlich sogar wortwörtlich liegt hier der eine oder andere Hund begraben. Ich habe extra die Tageslichtlampe eingepackt, um die unbestreitbar bevorstehende Depression ein bisschen abzuschwächen. Hm. Boah! Krass! Gewonnen. Und jetzt ab auf die Bühne. Guten Morgen. Das ist unser Sternzeichen. Ja. Himmel. Warte mal. Ich stehe hier mitten in der Baustelle in Dresden. Und was sehe ich? Die Windelmanufaktur. Hi, mein Name ist Hazel Brugger. Und ich habe in der Windelmanufaktur früher Windeln bestellt. Und ich wollte mal Hallo sagen. Bist du ein Riesenfan? Echt? Hast du jetzt gar nicht damit gerechnet, dass ich in Joggingklamotten hier reinkomme? Aber voll geil! Es ist mega, so ultra random, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Hi, wie heißt du? Fabiane. Hey, wie geht's dir? Machst du die Windeln? Ich mach die nicht, ich mach das Marketing. Aber bist du dann gut zurechtgekommen, grundsätzlich? Also ganz ehrlich, irgendwann habe ich dann so Kacker aus so einer Außenwindel gemacht und ich dachte mir einfach nur so, ich kann es nicht mehr. Ich glaube aber auch, dass dein Alltag einfach ist too crazy. Anders gestrickt ist. Das ist die Lisa. Ich bin die Lisa. Boah, die Lisa ist echt ein Klopper. Meine schwer, ne? Fresse. Also die muss noch einiges loswerden in der Windel, bis ich die tragen kann. Windel lag dran am Kind. Baby hat gemacht. Wir machen sie wieder ab. Und dann kann man das ja auch einfach so nehmen. Ja, und kann das dann auch einfach irgendwo flupp. Und die werden hier genäht? In Dresden, ja. In der Neustadt? Genau. Gleich hier nebenan in unserer großen Nähhalle. Also wenn ihr hier auch hinkommen wollt, dann steigt einfach aus am Bahnhof Dresden-Neustadt und dann geht ihr an der Seite vom Bahnhof raus, wo ihr denkt, hier will ich nicht aussteigen. Und dann seid ihr hier. Guck mal, die Lisa ist happy. Genau. Perfekt. Alles klar. Dankeschön. Hast du Auftritt oder Urlaub? Gestern Auftritt, heute Auftritt. Kein Urlaub. Ja, ich krieg nichts mehr mit dir. Sorry. Darf ich dir meinen Stock schenken? Sehr gerne. Tschüss. Wir haben Dresden erfolgreich verlassen und sind jetzt in Erfurt. Es ist Weihnachten, also es ist natürlich nicht Weihnachten, aber es ist, ich habe das Gefühl, direkt
nach Halloween beginnt Weihnachten, so auch in Erfurt. Das ist wahrscheinlich etwas, wonach sich die Leute aus der ehemaligen DDR zurücksehen. Dass es einfach keine nervigen Feiertage gab. Es gab wahrscheinlich auch so DDR-Feiertage, der Gurkentag, der Schrippenfreitag. Und was fällt mir noch ein, was nur milde beleidigend ist und keinen Hass in den Kommentaren schüren wird? Die Arbeiterwoche. Aber jetzt gibt's halt gebrannte Mandeln. Und dann ist auch schon wieder Ostern. Wir spazieren immer noch durch Erfurt. Die Stimmung ist leider gekippt, weil wir gemerkt haben, dass wir keine Zeit haben, einen der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands zu besuchen, in Erfurt nämlich. Wie ist die Stimmung, Steffi, auf einer Skala von 1 bis 10? 0. 0? Das ist ja total schlecht. Mhm. Scheiße. Alles okay. Das ist halt das Problem beim Touren. Man denkt immer, man kann noch irgendwas machen, außer auftreten. Aber es geht eigentlich gar nicht. Gleich habe ich noch einen Call mit Stars in der Manege. Mein Leben ist einfach ein Witz. Spaß und Abend. Ja, danke, gleichfalls. Kommst du auch? Nee, leider nicht, aber eine gute Freundin von mir kommt. Echt? Darf ich dich filmen? Klar. Wie heißt du? Fips. Fips? Wie heißt dein Hund? Spitzname, das ist Dobby. Dobby? Oh Gott, er sieht doch aus wie Dobby. Dobby. Ja, darf ich dich mal streicheln? Ist das ein Windhund? Genau, ist ein Galgo, ja. Ein Galgo. Das ist immer etwas ignorant, aber... Ein ignoranter Galgo? Das klingt wie eine Partei. Die ignorante Galgo-Partei. Ich wollte jetzt gerade rüberschwenken und zeigen, dass wir hier bei der alten Oper sind. Ja. Ist das ein altehrwürdiges Haus? Da fragst du genau den Richtigen. Ich bin gar nicht von hier. Wo kommst du denn her? Ich bin gebürtiger Sachsen-Anhaltiner. Ja gut, dann Fips. Wie heißt deine Freundin? Mitch. Mitch? Wenn du heute Abend kurz... Fips und Mitch, das ist doch ein Scherz. Das stimmt doch alles gar nicht. Soll ich sie anrufen? Ja, gerne. Ruf sie an. Fipsi, was ist los? Hey Mitch, hier ist die Hazel Brugger. Ich habe den Fips vor der alten Oper getroffen. Ich habe gehört, du kommst heute Abend. Kann ich noch irgendwas für dich vorbereiten? Nein. Hast du einen speziellen Wunsch, was die Humorfarbe angeht? Was magst denn du für Jokes, dass ich ein bisschen was für dich custom präparieren kann? Ich bin überfordert. Ich mag alles, was du machst. Alles, was ich mache? Cool. Ich bin offen. Dann mache ich meine neue Stummfilmnummer. Wo meine Maske Steffi am Piano sitzt und ich so in Schwarz-Weiß ganz langsam tanze. Ist das okay? Okay. Supergeil. Ach Mitch, ich freue mich so, dass du endlich kommst. Alles klar. Nächstes Mal passt du auf den Dobby auf und der Fips kommt schauen, okay? Alles klar, danke. Okay. Mach ich gerne. Cool, bis dann, mach's gut, tschüss. Also du kennst dich schon ein bisschen aus hier. Der Weihnachtsmarkt, ist der eine Reise wert? Angenommen, ich hätte jetzt eine Freundin von mir, die mit mir auf Tour ist, versprochen, dass wir noch Zeit haben, in Erfurt zum Weihnachtsmarkt zu gehen. Und dann habe ich aber in einem Geschäft so lange rumgetrödelt, weil ich noch so ein Dalmatiner-Jeans-Outfit anprobieren wollte. Dann wäre das gar nicht so schlimm, oder? Na doch schon. Also, du musst da jetzt hin, also kommst du nicht raus aus der Nummer. Ja gut, dann ruf Mitch nochmal an, der Auftritt verspätet sich. Geil, hat da jemand unser letztes Video gesehen. Jetzt werden wir reingelassen. Hallo! Das ist wirklich eine extreme Menge an Weihnachtlichkeit. Kannst du der Steffi bitte sagen, dass das voll die schlechte Idee ist, zum Weihnachtsmarkt zu gehen? Weil ich hab. Nein! Ich halte daran fest. Du hast es mir versprochen. So. Links. Oh, cool. Ich gehe kurz die Bühne abchecken. Geil das aussieht. Hi! Hallo! Wie ist dein Name? Willkommen in der alten Oper in Erfurt. Hi Martin. Meine Persona ist ja jetzt so, ich trage ja eigentlich immer Jeans und T-Shirt. So meistens, vielleicht wenn es kalt ist, mal ein Hoodie. Ich meine, das war ja auch von euch so an mich herangetragen, dass man halt wirklich so mit einem Frack oder also halt so zirkusmäßig so ein bisschen aus einem vergangenen Jahrhundert sich präsentiert. Mir ist einfach wichtig, dass ich einen winzigen Hut trage. Ich glaube, das wäre cool. Was machst du da? Ich esse jetzt die Jokolade. Du bist gesponsert von Joko, oder was ist los? Ich glaube, ja. Also, so ein Schwachsinn. Warte mal ab. Also. Möchtest du auch ein Stück? Ich glaube, ich darf das nicht essen. Nein. Steffi hat natürlich die Packung so hässlich aufgerissen, dass man unmöglich erkennen kann, ob dieses Produkt Gluten enthält.
Oh, also ja, wirklich. Auf wie viele Ebenen kann man denn ein Etikett? Aber das war jetzt auch wirklich schwierig. Das tut mir wirklich furchtbar leid. Ich ruf Joko an. Jetzt übertreibst du es aber. Hey Joko, wir sind hier im Backstage und ich drehe gerade ein Video, wo die Steffi deine Schokolade isst. Und die hat die Etikette so blöd aufgerissen, dass man die Zutaten nicht lesen kann. Und ich vertrage kein Gluten. Welche hatten die überhaupt? Dunkle Schokolade, die Nummer 4, oder? Oder wie heißt die? So Holy Moly Vegan mit Orange. Holy Moly ist ja die vegane und ganz neue. Die müsste glutenfrei sein. Okay, gut. Aber das ist ja Moment, aber das ist ja wichtig in dieser Lebensmittelrechtswelt. Also glutenfrei ist falsch, sondern glutenfreie Zutaten. Also kann Spuren von Gluten enthalten, oder wie? So quasi, genau. Okay, ja, das ist mir... Aber wir haben darauf geachtet, dass das wirklich für alle die sagen, ich will gar nichts, da irgendwie was irgendwie nicht, dass das für die geht. Okay, aber also dann kann ich das auf jeden Fall essen, glaube ich. Mit anderen Worten, wenn das jetzt in die Hose geht, kannst du heute Abend nicht auftreten. Das ist egal, das ist nur Erfurt. Das hast du gesagt, das sehe ich anders. Aber ist das ja von langer Hand von Steffi von mir geplant, dass du das. Genau. Joko Winterscheid ist so ein Typ, den sieht man und man denkt sich, das kann eigentlich nicht sein. Also das kann nicht sein, dass der dann auch noch nett ist, weil der hat das ja eigentlich gar nicht nötig. Aber er ist wirklich nett. Ich liebe deinen YouTube-Kanal, ja, der ist toll. Ach Joko, danke. Ich liebe den Sensationsquoten- und Publikumserfolg. Wer spielt mir die Show? Ja, nur jederzeit, der hat sie eingeladen, habe ich ja schon mal gesagt. Ja, sehr gerne. Dann schwinge ich mich doch gleich auf meinen Sushi. Erst würde ich gerne irgendwas anderes mit dir machen, also irgendeine andere Sendung mit dir nochmal besuchen. Wenn wir uns da gut verstehen, würde ich dich herzlich einladen. Wenn wir uns da gegenseitig zum Lachen bringen, dann machen wir das. Du, dann schwinge ich mich doch auf mein Sushi-Bike und komme zu dir in die Sendung. Ja, sehr, sehr gut. Aber denk dran, dass du den drei Freunde-Wein erst nachher trinkst, ja. Ja, alles klar. Dann schaue ich... Hast du eigentlich noch Cheerio-Socken? Das kenne ich gar nicht. Schick mir die bitte. Schick ich Steffi in dem Schokoladenpaket mit, okay? Ja, sehr gerne. Hey. Aha, cool, sehr gut. Wie war die Show? Gut. Top. Liebs. Danke. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Wie süß die sind. Ach cool, dass Tommy Schmidt jetzt Werbung für die Deutsche Bahn macht. Läuft ja richtig bei ihm. Heute ist Tourtag 3. Wir sind gestern noch nach Leipzig gefahren von Erfurt, weil das auf der halben Strecke ist nach Berlin. Und es hier so ganz coole Hotels gibt, die auch eine Küche haben. Dann muss man nämlich auf Tour nicht die ganze Zeit nur immer irgendwelchen Takeaway- oder Restaurant-Fraß zu sich nehmen. Das Hotel hat mir gestern noch so einen Brief hingelegt. Irgendwie bin ich jetzt so an dem Level von Famous, wo die Leute mir immer Sachen schenken. Aber ich bin noch nicht so berühmt, dass die Leute mir coole Sachen schenken. Also gestern habe ich einfach eine Tüte Fiesta Aioli Chips gekriegt. Und das ist so. Also, wir haben sie noch gegessen. Ich will mich nicht beschweren. Aber wenn du die Möglichkeit hast, einer Person eine einzige Sache zu schenken. Wieso das? Let's go. Wow, Parkour! Ich fühle mich, als hätte ich mir einmal kalt in die Hose geschissen. Das ist die schlimmste Art von sich in die Hose scheißen. Okay, schnell zurück zum Hotel. Aber was mega cool ist, dein Crush ist echt super gut drauf. Echt? Ah ja, die Fotos sind ja alles so süß, die du schickst.
Also sie liebt ja jetzt Smoothies, sie sagt ja immer Smoothie, Smoothie. Und wenn sie das dann trinkt, das ist die so genüsslich. Das ist dann immer so. Das ist so süß. Ach, super. Hallo. Hallo. Steffi, wir brauchen noch ein Geschenk für Kurt Krömer. Okay, schaffen wir. Ich bin bei Kurt Krömer im Podcast eingeladen heute und ich soll ihm noch ein Geschenk mitbringen, was maximal 5,99 Euro kostet. Das sollte kein Problem sein für uns zwei Shoppingmäuschen. Kennen Sie den Podcast jetzt mit Kurt Krömer? Ich habe mir noch keine Folge angeguckt, weil die Folgen, ich glaube, es ist nur eine Folge raus jetzt. Genau, mit das, Herbert Grönemeyer. Genau, den habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich habe es auch erst letztens mitbekommen, weil ich jemanden hergebracht habe. Ah ja, cool. Frau Kräumann hieß sie. Oder? Ah, Maren Kräumann, die ist total nett. Genau, die war super nett. Und hatte die auch ein Geschenk dabei? Ja, ja, ich habe die hat sogar vergessen zu Hause. Oh, nein. Wir müssen nochmal zurückfahren. Und, ja, ich habe so Knalldinger gekauft. Ja, cool. Der meint ja wohl ab einer bestimmten Dings nur, also 5,99. Genau, bis ich habe das alles nur mitbekommen. Ne? Krass, gutes Gedächtnis. Sehr gut. Nächstes Mal dann Podcast mit ihm. Also ich kenne ihn persönlich nicht. Ich ihn er ist sehr nett, ja. Wenn er gut drauf ist, ist er nett. Ich weiß nur, dass er mit Apache ein Dings hatte. Genau. Mit dem Sänger. Ja. Das habe ich mir reingezogen, weil das von einem Kumpel im Laden war. Ach wirklich? Im Barbershop? Genau, im Barbershop. Ach, den cool. Den kenne ich. Wo ist eigentlich Bushido? Der wohnt jetzt in Dubai, oder? Der hat sich jetzt verzogen. Ja, ja, verstehe ich, aber hätte ich auch keinen Bock. Keinen Bock mehr. Der hat den Great Reset gemacht. Ich bin jetzt bei Studio Bums, wo gleich der Podcast mit Kurt Krömer aufgezeichnet wird. Und die Aufgabe ist unter anderem ein Getränk, ein analkoholisches Getränk mitzubringen. Und zum Glück haben Thomas und ich seit dieser Woche unseren Spezi-Mix. Oh, wie schön das ist. Das Geschenk habe ich auch dabei. Kann ich dir das schon zeigen? Kannst du mir schon zeigen? Bin gespannt. Geil. Okay, Knalldinger. Wird er sich freuen. Gut. Perfekt. Moin Leute, und du hast auch deine Spezi. Ich sag gleich, wie das ist. Ich habe schlechte Laune heute. Irgendwie bin ich... Kennt ihr auch so? Also man steht so auf und denkt, ja, also eigentlich alles gut oder so, ne? Hat jetzt auch nichts mit Depressionen oder so zu tun, sondern einfach man steht so auf und denkt, auch heute würde ich eigentlich gerne liegen bleiben. So, ihr seht es Gott sei Dank nicht, ich war beim Barbier auch nicht, seit 3 Monaten nicht. Ich sehe wirklich, also man könnte jetzt zum Beispiel die Szene nachdrehen, wie sie damals Saddam Hussein aus dem Erdloch gezogen haben. So genau so sehe ich aus, wenn die Laune halt nicht so gut ist, dann bin ich ehrlich. Ich weiß, ich bin ja kein Morningshow-Moderator. Und habe mir aber auch fest vorgenommen, dass ich nicht schlechte Laune jetzt an dem Gast, an der Gästin auslasse, sondern dass ich einfach mal gucke, wo uns das so hintreibt. Ne? Weil das ist wichtig, Leute. Wenn er schlechte Laune hat, da können die anderen nichts für. Weißt du? Ich kann ja selber nichts dafür. Warum soll denn jemand anderen was dafür können? Ist egal, wir fangen jetzt an. Richtig schlecht gelaunt setze ich mir die Scheißmaske auf und drücke auf den blöden Knopf hier. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Spiegel. Die Frage ist ja immer, wie sehr spielt Kurt Krömer Kurt Krömer? Weil es ist auch nicht sein echter Name, von dem her ist es schon eine ziemlich kleine Rolle. Aber ich glaube, wo Kurt Krömer aufhört und wo dann der echte Mensch anfängt, das ist auf jeden Fall Kurt Krömer selber nicht klar. Und ich find's geil. Kannst du noch Darf ich jetzt mit hier rein oder was? Kannst du noch meine Follower grüßen? Ja, ich grüße die Follower von Hazel Brugger. Seid gegrüßt. So, krieg jetzt. Ich bin eine normale Person. 11 Jahre mache ich jetzt diesen Beruf. Mir hat noch nie jemand einen Kuchen gebacken. Klar, ob ich jetzt so eine Schamlippentorte will. Das hast wirklich nur du bekommen. Ich glaube, das ist gerade fertig geworden. Ach, hast du das noch gemacht, schnell, als ich auf Toilette war? Ja. Kannst du mal sehen, wie lange du auf Toilette warst. Da
Ja. Ergänzen wir uns ganz gut, würde ich sagen. Mein fluffiger Stuhlgang und deine schnelle Hand am Schneebesen. Was ist das? Eine Kamera. Eine richtige amtliche Kamera, wie früher. Mhm. Herrlich. Ist cool, ne? Mhm. Feelings. Heißt es Kurt Krömer Feelings oder Feelings mit Kurt Krömer? Da steht es ja, es heißt Kurt Krömer Feelings. Hier steht es auch, es steht auf dem Bildschirm und auf dem Kuchen. Aber frag mich doch nochmal. Soll ich nochmal fragen? Ja. Wollen wir das dann so schneiden, dass es mega cool rüberkommt, oder sollen wir es einfach ungeschnitten hochladen? Nee, so geschnitten, dass es cool aussieht und dann mit Photoshop bei mir noch ein bisschen... Größere Brüste auf die Stirn? Die größere Brüste ins Gesicht. Okay, Stefan Becker, mein Cutter, bitte hier eine Brust und hier eine Brust. Aber natürlich muss es aussehen. Also, wie alt sollen die Brüste sein? Mir angemessen 48 Jahre alte Brüste. Gut, also... Beide gleich alt, nicht, dass sie verschiedene sind. Ja, dann müsstest du die mal kurz vom Auge wegnehmen, man sieht dich jetzt gerade nicht. Deine Brüste hängen da drüber. Der Opening Act des heutigen Abends. Yeah. Maria Clara Groppler ist da. Das ist Maria, sie würde gerne heute noch auftreten. Sie wird heute auftreten, das, sonst klingt es so ein bisschen. Darf sie noch schnell einen Soundcheck machen? Geil. Let's go! Woo. Ja, cool, geile große Location. Was möchtest du denn für eine Farbe hinten haben? Ja, das ist doch schön. Ich glaube, das ist bei mir. Ach so, okay. Dann machen wir grün vielleicht? Weil ich vegan bin. Ja, genau. Nee, weil du also, aber das mega ist grün auf der Bühne. Ach so, okay. Aber ich bin nur schwarz auf der Bühne. Dann machen wir Gold. Gold, wie meine Personality. Genau, nämlich ein Schwermetall. Nee, Gold ist ein Edelmetall. Es kommt nochmal jemand. Ja, wer? Aminata Belli. Die ist Moderatorin, aber möchte halt irgendwie in die Stand-Up-Szene rein sich schlängeln. Danke, Christian. Sieht gut aus. Hallo. Hallo. Guck mal, jetzt kannst du mich so streicheln von Weitem. Oh, das wollte ich schon immer mal machen. Ah, nee, ich dachte, du tust so, weißt du? So von hinten, dass es so nur so aussieht. Ach so. Ach so, nein, du musst mich jetzt nicht mehr streicheln. Das kommt jetzt mega komisch nee, rüber, wenn ich so sage. Ich bin noch ein Fan. Ach so, also, okay. Wenn du mir das erlaubst, dann sage ich dann natürlich ja. Also dann streichel mich. Aminata, was wirst du heute machen? Ich werde ein bisschen reden. Wie so ein Schulprojekt. Ja, ich rede ein bisschen. 5 Minuten. 5 Minuten? Und dann, ich wärme die Bühne ein bisschen auf. Mhm. Maria macht sie dann noch ein bisschen heißer. Und dann brennt. Und dann kommt die Cooldown-Hazel. Aminata, wir haben noch Kuchen gekriegt von Kurt Krömer. Oh, was? Aber ist gut, der ne? Sieht ja toll aus. An was erinnert dich das? Na, eine Vulva. Vulva-Check. Ich habe gelernt Vulva. Ich habe letztens Scheide gesagt, ich hatte einen Shitstorm. Ja, ne? Das ist krass. Das ist voll. Man darf das nicht mehr sagen. Ja, also man darf das schon sagen, aber es ist Nein, was anderes. Man darf das nicht mehr sagen. Gar nicht mehr? Mir hat jemand geschrieben, sie konnte mein Video nur ohne Ton hören, weil es sie so verletzt hat, dass ich Schamlippen gesagt habe und Scheide. Und Schamlippen heißt es auch nicht, weil das ist dann beschämend. Also Swaglippen? Ich nenne es Swaglippen. Swaglippen. Ich nenne es Stolzlippe oder Ehreneinlass. Ehreneinlass. Oh, Gästeliste plus 1. Na kurz, da guckst du aber komisch in der Vulva. Guten Abend, Berlin. Bitte flippt komplett aus. Hier ist für euch die Sensation Aminata Belli. Maria Clara! Danke.
der Challenge schiefgelaufen. Junge Arschlöcke, nehmen wir das Ganze bei vor. Hier riecht es so nach Popcorn oder habe ich einen Schlaganfall? Das ist so ganz, ganz gut. Okay, jetzt machen wir das so mit den Leuten im Hintergrund. Und jetzt alle mal die Hände hoch! Wir können einfach reinrufen, müsst gar nicht. Hast du einen Hund? Ah, oh, ich bewundere Punkt! Ich hätte so gerne einen Hund. Aber wir dachten uns, bevor wir diese Verantwortung übernehmen können, wollen wir erstmal üben mit einem Kind. Ja, ich hätte mega gerne einen Hund, aber ich glaube einfach, mein Lifestyle ist zu verrückt. Ich kann keine Hunde haben, weil ich einfach gerne nach einer Show, ich brauche das einfach, dass ich so mit einer Knarre um mich schieße. So auf Hunde. Ich bin einfach sehr unterwegs. Hast du denn einen Hund? Nee? Ja gut, dann. Das ist aber auch eine geile Frage. Ich mache hier 2 Stunden Programm. Schütte meine Seele aus. Das habe ich alles verstanden. Ja, klar, gut, ja, hier, bla, 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 Glutenintoleranz, alles schon gehört. Okay, Beckenboden, postpartale Depression, interessant, bla, 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 bla. Was mich interessiert, ist, hat diese Lady einen Hund? Weil ich habe keinen. Wollt ihr Kuchen? Kann ich euch noch ganz kurz eine kleine Backstory? Wie bitte? Nee, der ist nicht glutenfrei, sonst würde ich ihn selber essen, du dumme Kuh. Du bist ja eine dumme Kuh. Du bist wahrscheinlich mega eine schlaue Kuh. Ich bin nicht so ein creepiger Comedian, der sagt, ich habe Kuchen dabei. Komm nach hinten. Und dann stehe ich da und spiele an meinen Schamlippen rum. Wie so ein Perverser. Flatter so mit meinen Schamlippen. Aminata hat mir vorher in der Garderobe erzählt, dass man nicht mehr Schamlippen sagen darf. Habt ihr das auch schon mitgekriegt? Weil das so, man sagt, wie sagt man denn jetzt? Intimlippen? Also so intim sind die nicht, also ganz ehrlich. Schamlippen ist halt so schambehaft, oder? Ich finde ja, man sollte gar nicht anfangen, jetzt über die weiblichen Geschlechtsteile positiv zu reden. Ich finde, man sollte einfach die männlichen Geschlechtsteile auch noch so krank zeichnen. Also so der Ekelpimmel. Das ist der medizinische Begriff. Der Igittigittfinger. Die Bäh-Säcke. Aber ihr könnt euch hier ein Stückchen holen. Und dann gehe ich. Also der ist gut. Also keine Ahnung. Ich, rechtlich sichere ich mich ab. Ich distanziere mich davon, irgendetwas von euch zu wollen. Ich schiebe das jetzt einfach so an die Kante. Hallo. Ich bin Gäste. Würdest du mir unterschreiben? Das ist so strange, aber es ist okay. Oh, aber der sieht so schön aus. Das ist immer so, es gibt ja so einen Punkt, wo Selbstbewusstsein zu viel ist und dann wirkt man einfach wie ein Mörder. Das ist so bei dir gerade der Case. Wie heißt du denn? Ich habe das Messer in der Hand. Ja. Bedient dich an den Kuchen? Ja, jetzt kommt ihr. Das ist echt so geil. Ich wäre so eine gute Pädophile. Das wäre so. Komm, ich habe Süßigkeiten für euch. Donnerstag, 4. und letzter Duetag. Es ist 7 Uhr. Und jetzt fahren wir gleich nach Brandenburg und drehen noch was für Klaas.
Und danach geht's wieder zurück nach Leipzig. Ich bin immer noch mega müde. Danach geht's wieder zurück nach Leipzig, um aufzutreten. Ich bin jetzt bei Florida TV in Berlin. Es ist 9.04 Uhr und wir fahren jetzt dann nach Brandenburg, um was zu drehen. Sehr, sehr spannende Sache hier. Hey Steffi, was machst du da? Was ist das? Ich habe mir gerade die Frage gestellt, was das hier ist. Vogelsand, glaube ich. Ja, das habe ich auch gesehen. Aber wieso steht hier Vogelsand? Du stellst die falschen Fragen. Entschuldigung. Nämlich Fragen. Was ist das da? Ist das ein Q-Tip für besonders... Das ist so ein Corona-Test für Leute, die man gar nicht mag. Mhm. Hallo, ist dieser scheiß Corona-Test an? Hallo, hi. Guten Tag. Moin, moin. Hi, moin, moin. Wir haben schon Spaß. Alles. Geil. Was hast du einen geilen Pulli an? Der ist gut, ne? Ja. On Vacation. Ja, sind gute Kleidung ist das. Ich bin ja auch Fashion-Influencer. Gute Vibes, gute Leute. Hast du einen Tipp für mich heute? Wir wollen ja nicht erklären, was ich drehe genau. Ja, aber man kann schon sagen, dass du mit Brandenburgern in Kontakt kommen wirst. Eine Begegnung der fünften Art. was kann man dir da raten? Einfach den Kopf einziehen? Mhm. Wenn es also, ne, weil die dann doch schneller zuhauen, als man meint. Ne? Stimmt, und die sind auch flink. Die sehen zwar zum Teil nicht stark aus, aber ja. Bam! Ja, und dann rennen die in ihren Steingarten und bewerfen dich mit dem, mit dem normalerweise so der selbstgemachte Teich im Vorgarten geschmückt ist. Zack, fliegt dir ein Koi in die Fresse. Die haben richtig Angst und ich würde sagen, dass du dich da einfach vorsichtig verhältst. Mhm. Weil das einfach ist eine blöde Schlagzeile, dass man sagt, es ist Hazel einmal unterwegs für Late Night Berlin und zack, hat sie ein Loch im Kopf. Oder irgendein Brandenburger traut sie nicht mehr aus dem Haus. Also, dass sie einfach respektvoll miteinander umgeht. Dass aber man einfach sagt, dass ihr so Kontakt aufnehmt. Ja, ja. Also praktisch so, ja. Ne, mal euch, also... Einfach kurz beschnüffeln mit den Fingern. Dass ihr euch mit den Fingern, genau, dass ihr euch praktisch erstmal auf der Handlungsebene kennenlernt. Wenn ihr sagt, ihr kommt nicht klar, dann geht ein bisschen in den Garten, spielt Fußball. Oder so, dass ihr euch auf der Handlungsebene ein bisschen näher kommt. Wenn man sagt, man kann nicht kommunizieren, wenn man einfach aus so unterschiedlichen Ecken kommt. Mhm. Dass man sagt, komm, wir machen jetzt mal was zusammen, wir, weiß ich nicht, hängen die Weihnachtsbeleuchtung auf oder machen irgendwas, was einen näher bringt. Einfach mal ein bisschen runterkommen, sowas grobmotorisches. Ja. Ich habe auch gedacht, ich nehme noch so einen Gegenstand mit, weißt du, wenn die mir immer ins Wort fallen, dass wir so sagen, das ist jetzt die Sprechmandarine. Ja, oder ihr könnt rangeln. Ja. Ihr könnt ein bisschen rangeln. So, ne? Dass man so ein bisschen tobt, ne? Dass man so einen ganz heißen Kopf irgendwann hat und so. Das ist doch vielleicht eine gute Idee. Ja, dass man dann irgendwann sagt, ich weiß auch nicht, wie du heißt, aber irgendwie fühle ich mich dir sehr nahe jetzt. Ja, wenn die Grand Dame der Außenmoderation mir das als Ratschlag gibt, dann... Wird es so gemacht. So. Bis gleich. Tschüss. Danke dir. Tschüssi. Klaas, ich glaube, das ist so einer von den wenigen Leuten in der Comedy-Szene, die mit der nötigen Mischung aus Anspruch, Realismus und Melancholie ans Lachen rangehen. Das finde ich einfach, ja. Also wenn alle so wären wie Klaas, dann bräuchte es mich nicht. Okay, ich muss gehen. Es ist 17.08 Uhr und wir sind wieder zurück in Leipzig. Der Dreh für Klaas war gut, aber mega anstrengend. Alter Falter, bin ich kaputt. Ich habe jetzt auch gerade, also ganz akut, habe ich überhaupt keinen Bock, jetzt noch aufzutreten. Was geht bei dir, Steffi? Oh, hau. Oh, hi. Oh, fuck, ich mache ja alles kaputt. Warum muss ich jetzt hier noch rutschen? Ach so, Entschuldigung. Was denn drin? Weil ich habe so ekliges Essen heute vom Mittag gegessen, das so nach Knoblauch gestunken. Also es ist so ekelig, wirklich. Ja, also ich bin froh, dass die Steffi das selber merkt. Es ist wirklich ultra ekelig, wie sie aus dem, also Mund kann man das nicht mehr nennen, wie sie aus dem Maul riecht. Steffi verlässt mich leider gleich. Sie fährt nach Hause, nach Köln. Wie
riecht's gut. Na was? Nach Knoblauch. Steffi geht jetzt. Ich habe kaum mehr Akku auf dem Handy. Aber ein Sponsor dieses Videos, oder soll ich sagen, der Sponsor von diesem Teil des Videos, ist eine Firma, die ich schon sehr lange kenne und schätze. Die kommen ursprünglich aus der Schweiz und das sind diese Leute. Chimpy. Das Geile bei Chimpy ist, dass man die Ladestation, die Powerbanks, an über 1500 Orten in Europa holen kann und sie dann irgendwo an irgendeiner anderen Station wieder zurückgeben kann. Das Ding kostet 3 Euro plus 15 Euro Pfand und das ist meiner Meinung nach das Allergeilste daran, sie werden mit 100% Solarstrom wieder aufgeladen. Hallo, ich hätte gerne so ein Chimpy, so eine Powerbank von Chimpy. Danke. Danke. Tschüss. Vielen Dank an Chimpy, dass ihr diesen Teil des Videos gesponsert habt. Ich lade jetzt mein Handy und gehe zum vierten und letzten Auftritt. Was war denn dein bestes Jahr? 2009 war mein bestes Jahr. Wieso? Würde ich nicht sagen. Aber es hat nichts zu tun.